gebe das Wort an Andrea. Liebe Gäste, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr so nett unseren Umzug begleitet habt, auch wenn er in diesem Jahr etwas kürzer war, aber wir arbeiten daran, dass er im nächsten Jahr vielleicht wieder aus 5, 6 Paaren besteht, und möchte mich ganz, ganz herzlich auch bedanken, dass wir in diesem Jahr mal wieder einen Vertreter des Landessportbundes begrüßen dürfen, nämlich den Herrn Richthofen-Stratmann. Herzlich willkommen und vielen Dank. Und ich freue mich auch sehr, den Präsidenten des SVBB begrüßen zu können, Herrn Peter Ringer. Peter, auch dir ein herzliches Willkommen. Natürlich bedanke ich mich auch sehr, sehr herzlich bei unseren immer treuen Begleitern der Schützengilde zu Spandau von 1334. Der Schützengilde Tegel Süd von 1955 und der Schützengilde Spreeau. Auf euch können wir uns ja jedes Jahr verlassen, und das ist sehr schön, auch wenn es in diesem Jahr kleinere Probleme mit den Einladungen gegeben hat, wie ich gehört habe. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank den Freien Spielleuten Neukölln 1920, die uns ja schon nun, ich glaube, im 5. Jahr immer begleiten musikalisch. Ihr werdet ja nachher uns auch noch mal mit einem kleinen Platzkonzert erfreuen. Und natürlich auch herzlichen Dank unseren eigenen Schützinnen und Schützen, denn ohne euch geht natürlich so ein Schützenfest gar nicht. Und jetzt, glaube ich, haben wir alle Durst und ein bisschen Hunger und wollen uns eigentlich erst mal ein bisschen die Kehle befeuchten. Ich danke euch. Viel Spaß noch heute. Schützenschwestern, Schützenbrüder, nach vorne weggetreten! Bisherige Königshaus entrümpeln. Also tut mir einen Gefallen und seid dann so wenigstens hier im Saal. Nicht, dass wir euch wieder alle erst zusammensuchen müssen. Und gegen 9:30 werden wir dann das neue Königshaus küren. Das heißt, alle, die gestern mitgeschossen haben, bitte ich dann auch zu der Zeit, sich hier möglichst im Saal aufzuhalten. Ansonsten wird in der Zwischenzeit immer die für uns auch neue Band Rückenwind uns musikalisch unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass sie das hervorragend machen, und lasst euch nicht entmutigen, ist manchmal ein bisschen schwierig mit uns, aber irgendwann kriegt er uns schon auf die Tanzfläche. In diesem Sinne einen schönen Abend und dann bis später. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, der Budoer Heimatverein kümmert sich nicht nur um die Geschichte Budos und die optische Aktivierung der Budoer Meilensteine zum Beispiel, sondern auch um die Budoer Schützen. Als Spende von unserem Gründungsmitglied Manfred Barz an den Budoer Heimatverein zur Weiterleitung an die Budoer Schützen möchte ich Ihnen hiermit das Schützenbrevier von Anne Braun unter dem Titel Mit dem Pfeil im Bogen überreichen. Unsere Bürgerkönigin Jessica. Unser Pistolenkönig Wolfgang. Und unsere Ritter Günther und Gerd. Welchen Günther denn? Na, der Günther, der gemeint ist, wird schon wissen, dass er einen Ritterorden um den Hals hat. Meinst du nicht, Micha? Oh, doch, da bin ich sicher, dass er das weiß. Du bist der Ritter.
Ich möchte mich erstmal bei euch herzlich bedanken dafür, dass ihr die Ruderschützen im vergangenen Jahr so gut repräsentiert habt. Soweit ich weiß, hat es keine Klagen gegeben. Essen hat geschmeckt vom König, oder? Ja. Gut. Und dann beginnen wir mal mit dem Abrümpeln. Andi, womit fangen wir an? Freie Wahl. Freie Wahl. Dann fangen wir mit der Jessica an. So, dann machen wir mal weiter mit dem Timo, der irgendwie größer geworden ist seit dem letzten Jahr. Ich habe ihn ein Stück kleiner in Erinnerung, mindestens den ganzen Kopf. Und dann wollen wir mal unseren zweiten Vorsitzenden und auch Pistolenkönig des letzten Jahres einen ganz großen Gefallen tun und ihn von der Kette befreien. Er hat schon gefragt, wann kann ich die denn endlich abmachen? Komm auf, Gäste, erlöse dich. So, wir machen weiter mit der Königin Andrea. So, dann bleibt ja nur noch unsere Majestät und gleich Ex-Majestät Michael. Und wie die Sigrid natürlich ganz zu Recht gefragt hat, kriegen wir keine Blumen. Na klar, kriegt ihr auch Blumen. Aber die standen zusammen in einer Vase und wenn ich nur einen rausgenommen hätte, wäre es runtergefallen. So, damit seid ihr sozusagen entlassen, aber natürlich nur aus dem Königshaus. Ne? Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen in einer Dreiviertelstunde wieder. Gucken wir mal und bis dahin noch viel Spaß. Wir danken unser altes Königshaus und alter Ruderschützenrat mit einem Dreifachen. Horri! 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 Hussa! 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 Sassa! Oh, Donnerke! Ich bedanke mich. Danke dir, Andi. Komm jetzt wie angekündigt zur Proklamation des neuen Königshauses. Und jetzt rennt der wichtigste Mann im Moment gerade weg, nämlich unser Eue. Der ist nämlich der Einzige, der im Moment weiß, wen ich aufrufen muss. Und wenn der mir keinen Umschlag gibt, dann stehe ich ja ziemlich dumm da. Oh, Andi, das ist anständig von dir. Ach, Mensch, Hans. Und ich dachte, dass ich auch schon ein bisschen älter bin und hast Rosi noch geschrieben. Sonst muss ich noch schnell meine Brille holen. Danke dir. Den Günther Marschall. Ja, Günther. So ist es, wenn man da halt gut schießt. So. Dann bitte ich doch mal zu mir den Gerhard Schlink. Es ist nicht die Liste vom letzten Jahr. Das kann ich euch versprechen. Dann bitte ich mal zu mir Sigrid Dittberner. So, das sind jetzt die Gesichter, die wir vorhin auch schon hier gesehen haben. Ne? Aber jetzt machen wir mal eine neue Mischung. Jetzt kommt was Neues dazu. Doch, ich aber, ich sehe das ja hier schon. So, dann bitte ich mal zu mir den Walter Bauer. Unser Walter hat nämlich das erste Mal mitgeschossen. Dann bitte ich zu mir die Jasmin Marschall.
Also, mal kein Blitz halt, der macht dann so weit. So, und damit du dich nicht so graulst zwischen dem älteren Herrn, schicke ich dir mal noch was Junges, ne? Ja, bitte. Den Axel Oeschgang. Bravo! So, wer sich auskennt, weiß, dass da noch ein bisschen was fehlt. Dann bitte ich doch mal zu mir Susanne Weiland. Wo ist er denn? Ja. Sie ist ja auch so eine Schüchterne. Wir sind ja Verein der Schüchternen. So, und dann brauchen wir noch unseren Peter. Der Peter ist aber noch am Arbeiten, glaube ich. Der holt, glaube ich, gerade noch Wechselgeld. Lolli! Lass da ab, Lutschkohle. Komm her, Lolli. Also der Lolli wird jetzt nicht umgefallen sein, aber der kommt bestimmt gleich. Ja. So, und wer sich auskennt, weiß, genau, dass uns noch eine Dame fehlt. Wir haben auch noch eine weitere Dame hier auf dem Zettel. Allerdings haben wir hier den Fall, dass sie aus gesundheitlichen Gründen heute verhindert ist. Sie ist operiert worden und hat sich extra gestern für den Königsschuss hierher geschleppt. Und wir haben gesagt, wer so viel Einsatz zeigt, da machen wir mal eine Ausnahme. Nämlich mit unserer Bürgerkönigin. Unsere Bürgerkönigin Susanne hat sich gestern erst überreden lassen, überhaupt zu schießen. Das allererste Mal. Und wie man sieht, getroffen. Es funktioniert, auch wenn man es noch nie gemacht hat. Unser neuer Jugendkönig ist der Axel Oeschgang. Eigentlich unser Pistolenspezialist, ne? Und deshalb ist es doch eigentlich nur richtig, wenn du Pistolenkönig bist. Der zweite Ritter, wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, hatte das irgendwie gerade noch im Hals und kriegt es wieder. Herzlichen Glückwunsch, Gerd. Sondern Jasmin ist unsere neue Königin. Du bist in diesem Jahr zweite Dame. Unser erster Ritter ist Peter Loll. Die vorher noch nie geschossen hat und unser Walter als König, der eigentlich mit dem Königschießen auch nicht so verbandelt ist, sondern den mussten wir auch so mehr zu zwingen mit sanfter Gewalt. Aber ich hoffe, Walter, du freust dich trotzdem. Dann herzlichen Glückwunsch.